Willkommen zu einer neuen Folge von OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Wir hatten gerade einen rasanten Start und da geht's auch direkt. Wir starten heute ausnahmsweise mal von Station Kakran und Bahn Richtung Hausbergstraße. Wir sitzen heute auch mal in einem was anderen Bus, nämlich einem MAN, die bis ins Jahr 2018 noch im Betrieb waren. Das heißt, es ist die nächste Generation im Vergleich zu der vor uns vom 31er. Und mit der cruisen wir heute auf der Linie 23a, wie gesagt, in Richtung Hausfeldstraße. Genau. Ich zeige euch gleich nochmal den Bus. Bei Kakran standen gerade keine Leute, deshalb wollte ich euch da noch nicht mitnehmen. Genau. Einmal bitte einsteigen. Ah, die anderen wollen hinten einsteigen. Oh, wollen gar nicht einsteigen. Das ist ein sehr cooler Bus. Mit dem bin ich immer gefahren in der Früh. Und heute habe ich die Ehre, ihn selbst zu fahren. Das Problem ist, der liebe Herr fährt. Licht haben wir nicht an. So. Genau. Ich muss die hinteren Türen immer selbst steuern. Und warum auch immer fährt er jetzt nicht mehr? So, jetzt geht's wieder. Rasante Beschleunigung, dass wir da drüben noch die. Müssen wir das gar nicht. Genau. Jetzt sind wir da. Dann wird es gleich grün. Genau, vier Türen haben wir diesmal. Zum ersten Mal kein Mercedes. Zum ersten Mal mit einem MAN unterwegs. Dieser Mod war Teil des Adventskalenders letztes Jahr im OMSI auf der OMSI Webdesk. Und wir fahren weiter geradeaus. Am Platz, die Strecke kennen wir schon ein bisschen vom 24a. Vom 23a sind wir die, aber soweit ich weiß, perfekt, die lassen uns hier rein. Vom 23a sind wir die in die Richtung noch gar nicht bis jetzt gefahren. Das heißt, wir haben eine neue Strecke. Zurück sind wir schon gefahren. Aber bis jetzt auch immer nur bis Karkraner Platz. Da sind wir auf der 2006er Version gefahren. Heute sind wir ganz alt unterwegs. Genau. Wir hatten hier ein lassen wir noch über den Zebrastreifen. Jetzt sind wir rüber. Der Bus ist halt sehr lang. Da hinten halt ein Viererplatz direkt hat nach dem Gelenk. Das heißt, die Kurven sind sehr schwierig mit dem zu nehmen. Aber das kriegen wir ohne Probleme hin. Das Coole ist halt bei dem Bus, dass die wirklich auch hinten einsteigen, so wie in Wien, nicht das Thema alle nach vorne rennen. Ich sehe da gerade, der eine möchte hinten rein. Ja. Den werten ja auch noch mit. Genau. Es ist zu kalt. Na, wo haben wir die Heizung hier? Dann drehen wir mal ein bisschen auf. Geblieben. So. Jetzt dann machen wir da auf. Bahn. Ist ein sehr alter Bus. Der hat sogar noch eine Kupplung. Hat eigentlich nicht mal die Automatik. Ist aber sehr schwer anzuwandeln. Also du musst richtig stark am Anfang beschleunigen, dass der Jude her losfährt. Ich würde sagen, in der nächsten Station, eben bei der Kreigasse, zeige ich euch mal kurz nochmal von innen den Bus. Die Zeit sollten wir laut Fahrplan haben. Ja, wir sind perfekt. Noch dazu möchten hier nur Leute aussteigen. Weil ich nicht weiß, bei welcher Tür der Ding, der hat eben auch noch keine Türfreigabe hier in OMSI. Ich glaube nicht, hat er die. Aber genau, schauen wir uns mal den Bus an. Ah, hier mal lieber andere Perspektive. So. Da sehen wir es gut. Hinten eben noch klassisch hier
Ding, nicht mit dem Motor rechts, sondern noch links, dass hier noch Plätze sind. Hier ist eben dieser Viererplatz. Und genau, sonst alles noch normale, klassische Türen, nichts außenschwenken und eben wirklich eins zu eins von den Wiener Linien, was das halt sehr authentisch macht. Mehr kann ich euch eigentlich nicht zeigen. Deshalb würde ich sagen, fahren wir einfach mal weiter zur Afritschgasse. Das ist, glaube ich, die nächste Station. Genau. Langsam in die Kurve, dass wir da genug Platz haben. Und ist auch kein Hindus. Meiner. Und Flagge. Genau, da sind wir schon. Von außen könnte ich euch den Bus jetzt noch zeigen. So. Genau, das ist perfekt. Die liebe Zielanzeige funktioniert nicht. Da müssen wir das halt selbst setzen. Gut. Das überschreibt er nicht. Dann müssen wir halt eigentlich nur mit einem 23er fahren. Macht auch nichts. Für unsere Zwecke reicht es, glaube ich. In echt wäre es schlimm. Ja, es kamen jetzt wieder mal sehr lange die Videos. Die kommen jetzt immer einmal im Monat, wenn überhaupt. Jetzt im Juli kam, glaube ich, gar kein einziges Video. Frechheit. Deshalb wird es jetzt auch höchste Zeit mal wieder mit OMSI und vor allem mit OMSI 2 Wien. Das habe ich ja schon sehr lange nicht mehr auf dem Kanal gezeigt. Das war ein bisschen weit. Ein bisschen, aber es geht noch. So. Weg. Mod ist in der Videobeschreibung verlinkt. Karte ist immer das Steam DLC ist wahrscheinlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und genau. Der Grund, warum ich jetzt im Juli nichts hatte, werde ich heute auch nochmal, wenn ich das Video aufnehme, in der Community auf YouTube posten. Genau. Ich würde das jetzt einfach mal verlinken, nicht, dass wir das im Video zu sehr thematisieren. Ach du Scheiße. Gerade fahre ich hier wie ein Affe. Jetzt gleich grün. So eine Brunnerstraße. Zur Linie Der Echo-Effekt. 55 Erzherzogkamm S-Bahn und zur Linie. Ich war hier gerade sau schlecht. Unfassbar. Noch mit der Bremse, er reagiert irgendwie so spät. Muss man wirklich das Bremspedal sehr behutsam durchdrücken. Dann ist ja auch irgendwie beim Auto. Oh. Auto so. Aber so extrem kenne ich das nicht. Meine Güte, ich fahre gerade scheiße. Genau. Meine Güte, so. Oh. Eine Minute Verspätung. Laut dem. Genau. Heute sehr wenig los in den Sommerferien. Aber ich kann euch eins versprechen, das kann ich ja vielleicht nochmal kurz sagen, ich arbeite gerade an drei Spielen gleichzeitig, weil ich mich nicht entscheiden kann, auf welches ich mich konzentriere. Es ist ein Wahnsinn. Ich habe noch nicht so viel verraten, aber meine Güte, das wird geil. Könnt sich da schon richtig freuen. Der Sommer war jetzt vielleicht ruhig, aber der nächste, der wird fetzig. Gegenrichtung, Servus, Lichthupe. So. So, runter. So. Das war halbwegs okay. Jetzt bin ich einverstanden. Sind heute so wenige Leute unterwegs? Komisch. Raus und raus, damit die KI uns das dann nicht verhunzt. Ich kenne diese Stelle schon sehr gut.
Zu meiner Verteidigung, ich habe 2 Monate jetzt nicht mehr OMSI gespielt. Oder zumindest dann nicht mehr regelmäßig. Deshalb war ich auch so grundschlecht heute. Ja. Dann sind wir schon auf dem Weg. Dann sind wir es bald. Im Station oder so noch. Das war schon gut. Zebrastreifen. Dass man den Werten her dann noch drüber. Na, noch ein ganz alter Bus. Hättet ihr darauf auch mal Lust, dass wir wirklich mit so ganz alten Bussen fahren? Schreibt's doch gerne in die Kommentare. 95. Sind wir halbwegs drinnen? Dann sind wir da. Das war schon was. Oh, oh. Keep cool, my friend. Glück für euch. Am Haltjöchel. Gut. Es ist solide. Unfall haben wir eh keinen bekommen. Obwohl die da sehr nah bei uns waren. Uns waren sehr nett am Main. Die Bäderstraße. Grüß Gott. Da steigen aber auch schon viele aus. So. Ja, voll sind wir nicht geworden. Bisschen den Bordstein mitgenommen. Aber das muss man gefühlt auch bei der Station um halbwegs gut zu stehen. Genau. Genau das. Wärmer. So, dann. Dann würde ich sagen, danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen und vielleicht sogar den Kanal abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, geht auch.